Willkommen zu Star Citizen und den Gentleman News. Und in dieser Woche gab es ein Highlight, das wir wohl alle nicht auf dem Schirm hatten. Das erste Raffinerieschiff im Verse, die Misk Expanse. Die Misk Expanse stellt hier den Einstieg in das Raffinerie-Gameplay mit Schiffen dar. Sie schließt die Lücke zwischen Minern und dem Raffinerie-Gameplay, indem sie abgebaute Mineralien von Raffinerieschiffen wie der Mole oder Prospector direkt aufnehmen und raffinerieren kann, ohne extra in eine Raffinerie fliegen zu müssen. Hierbei hat sie 6 Reaktoren und kann hierdurch 6 verschiedene Raffinerieprozesse, also 6 verschiedene Typen von Materialien raffinerieren. Allerdings ist es auch möglich, nur ein Material zu raffinerieren, wie beispielsweise Quantanium, um den maximalen Effekt und eine maximale Effektivität zu erreichen. Und damit bietet die Expanse eigentlich alles, was sich ein Mining-Team nur wünschen kann. Und nachdem wir mit der Misk Starfarer ein Raffinerieschiff für Treibstoff erhalten, ist somit auch die Lücke für das Mining-Gameplay geschlossen. Hierbei kann die Expanse auf die Mining-typischen Säcke von Misk zurückgreifen und hat mit 8 Stück eine Frachtkapazität von 64 SCU. Damit können also mindestens 2 Ladungen einer Prospector in diesem Ein-Mann-Raffinerieschiff bedient werden. Zudem verfügt diese mobile Raffinerie über ein Bett und einen Innenbereich, der auch längere Ausflüge möglich macht. Und auch Zugriff auf die verschiedenen Raffinerieprozesse haben wir direkt innerhalb des Schiffes. Und den Zugang zum Schiff haben wir über eine kleine Rampe direkt in der Front, wobei wir nachfolgend mit einem kleinen Aufzug in das Obergeschoss fahren. Und in Kombination mit den neuen Mining-Gadgets, mit dem bestehenden Mining-System sowie dem komplexen Raffineriesystem bietet dieser Gameplay-Loop die umfangreichsten Möglichkeiten und auch das meiste Multicrew-Gameplay, nachdem wir hier wirklich in allen Bereichen zusammenarbeiten und gemeinsam etwas erreichen können. Allerdings wurde noch kein Erscheinungsdatum für die Misk Expanse genannt, zumindest Mechaniken für den Abwurf und das Aufsammeln der Bergbausäcke und auch die Verarbeitung fehlen noch. Allerdings spannende Neuigkeiten für jeden Industriellen unter euch und für mich ein absoluter Pflichtkauf. Aber wie ist eure Meinung zur Misk Expanse? Lasst es mich gerne wissen. Allerdings ist natürlich auch die 3.17 auf dem PTU erschienen und wir können mit dem Schiff-zu-Schiff tanken den ersten neuen Gameplay-Loop ausprobieren, welcher sich bereits schon einigermaßen spielen lässt. Allerdings ist der PTU immer noch etwas instabil. Hier erhalten wir die Möglichkeit, unsere Misk Starfarer, welche aktuell wirklich nur als Treibstofftransporter und noch nicht über Raffineriefunktion verfügt, auszunutzen, indem wir andere Spieler mit Treibstoff versorgen und hierfür bezahlt werden. Also eine ganz eigene Spielmechanik. Hierbei können wir den Preis selbst festlegen, welchen wir für unseren Treibstoff verlangen, und die Möglichkeit, diesen an- oder abzunehmen, hat dann auch der Kunde. So bieten sich viele Möglichkeiten für beide Seiten. Obwohl wir die Befürchtung haben, dass vor allem in der Anfangsphase eine vollbeladene Starfarer besser nicht alleine unterwegs sein sollte. Ein weiteres neues Feature ist das Verkaufen und das neue Loot-System, in dem wir viele Gegenstände, die wir vorher in Shops kaufen konnten, nun selbst im Verse finden müssen oder bei gefallenen Gegnern looten. Die Verkaufsoption bietet uns hingegen die Möglichkeit, gelootete Gegenstände auch wieder zu verkaufen und zu Profit zu machen. Hierbei variieren die Preise je nach Shop und je nach Art. Aber auch eine erste Version von Quantum, einer massiven Hintergrundsimulation, wurde implementiert, wonach einige Handelsgüter, allerdings nicht alle, bereits über dieses System an Preisanpassungen angeglichen werden. Somit der erste Testlauf für das, was noch kommt. Ein weiteres spannendes Feature ist die Überarbeitung des Medical Gameplays in die nächste Stufe, nachdem wir nun deutlichere Auswirkungen von Verletzungen und Begegnungen der unfreundlichen Art erleben werden. Und zudem haben wir mit dem Maria Pure of Heart Krankenhaus auf Lorville auch das letzte fehlende Hauptkrankenhaus erhalten. Und auch die Kliniken auf den Raumstationen erhalten nun deutlich mehr Vielfalt und Variationen. Und nach den ersten Stunden auf der 3.17 kann ich euch nur den Tipp geben, achtet auf eure Beine, Arme und alles andere, was euch am Leben hält, da die Medical Gameplay Auswirkungen deutlich spürbarer sind. Zudem haben wir mit dem Hunger- und Durstsystem eine weitere, mehr immersive Variante erhalten, in dem diese auch eine deutlich höhere Auswirkung künftig haben werden. Aktuell funktioniert das System allerdings noch nicht ganz. Es ist aber davon auszugehen, dass wir das auf dem PTU bald noch in Gänze erleben werden. Ein rein optisches und grafisches Feature sind die Überarbeitungen der DNA-Head-Textures, also der Charakterköpfe, welche deutlich realistischer und um Welten besser aussehen als vorher,
Hier haben wir zudem viel mehr Möglichkeiten und Anpassungsoptionen. Zwar nur Optik, aber schick. Aber auch Animationen im Bodenkampf wurden angepasst und verbessert, was uns deutlich mehr Spaß in den Bunkern bringen wird. Aber nicht nur der Kampf am Boden, sondern auch im Raumkampf wurden einige Verbesserungen unternommen, wohingegen endlich auch die Cluster-Raketen so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Zumindest das Versprechen. Das werden wir natürlich in einem eigenen Video umfangreich testen. Aber auch bemannbare Geschütztürme wurden angepasst und bieten nun deutlich mehr Spielbarkeit, nachdem diese nicht mehr übermäßig stark sind. So benötigen diese dann doch einige Zeit, um sich in die richtige Richtung zu drehen. Mit den neuen Mining-Gadgets erhalten wir erneut für das Mining eine Erweiterung, wobei wir hier eine erweiterte Möglichkeit erhalten, verschiedene Materialien abzubauen, indem wir die Resistenzen und anderen Werte fürs Mining anpassen und beeinflussen können. Und mit der Neugestaltung von Hurston, der Hauptstadt Lorville, erhalten wir endlich auch die Wolken, welche wir auf Orison and New Babbage schon kennengelernt haben, sowie auch umfangreiche Verbesserungen und Änderungen des Stadtlayouts und der Möglichkeiten, die uns dort begegnen. Und mit der Hull A erhalten wir die erste und kleinste Variante der Hull-Serie, welche auch noch mit der 3.17 ihren Weg ins Spiel finden wird. Und für dieses Schmuckstück gibt es natürlich nochmal einen eigenen Guide und ein Showcase, sobald dieses Schiff flugfähig im PTU erscheint. Und dann werden wir natürlich noch einen Ausflug an den ersten Fluss in Star Citizen, welchen wir auf Microtech finden, unternehmen. Und diese erste Version der Rivertech könnt ihr ganz einfach finden. Fliegt einfach in Richtung 205 Grad, etwa 440 Kilometer, und seht euch den Fluss selbst an. Es lohnt sich. Und über das Optionsmenü und die Keybindings und die erweiterten Tasteneinstellungen könnt ihr unter Flight Movement ein Request Landing Shortkey vergeben. Somit reicht es aus, einen einzigen Tastendruck zu drücken für eine Start- oder Landefreigabe. In was für spannenden Zeiten leben wir? Wir sehen uns wieder. Bis bald und see you in the Verse.